Hallo und da sind wir auch wieder zurück bei The Stanley Parable, Folge Nummer 2. Wir fangen praktisch von vorne an, weil das Spiel uns rausgeworfen hat. Da verkackt man einmal die Storyline, wird gleich wieder rausgeworfen. Aber egal, diesmal gehen wir durch die linke Tür. Ich glaube, ich werde einfach mal den Anweisungen mal folgen. Ja, ausnahmsweise kann man das ja mal machen, ne? Okidoki, okidoki. The end is never, the end is loading, the end is loading, the end is loading. Komm schon, Ladebalken, sei doch einmal mein Freund und lade schneller. Seid nett zu eurem Balken und er wird größer. Ja. Okay. This is the story of a man. Intro kennen wir schon. Okay, haben wir geguckt, haben wir. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Meeting room, nicht Pausenraum. Meeting room. Meeting room. Meeting room. Komm schon, gib mir den Meeting Room. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yep. Ach, das redet jetzt gar nicht. Okay. Okay, Bilder von Landschaften. 412, 411. Ja, okay. Ganz schön hell da draußen. Was ist da draußen los? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. How to not get fired. Don't speak. How to, using slides to assure employees that everything is okay. Make sure your slides has a slick blue graphic in the header and throw some beaver on. Everyone is unique. Jeder ist einzigartig. Fast alle auf all. Number of slides on this slide. Charts of slides. Charts. Okay. Rated which charts on the same slide depict the same information. Stanley just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. This is why Stanley and I are on such good terms. Ja, ich und der Erzähler, wir werden keine Freunde mehr. Ah, das war auf jeden Fall was für Marshall oder so, mit dem aber, der würde sich hier wohlfühlen. Okay, warte. Solving interpersonal conflict. If you ever find yourself in a conflict with another diligent... Spring Break! Football! A boat! What are your dreams for the future? Metamorphosis? What? Tipps von talk less, don't get fired. Ja, das, der unterste Tipp ist natürlich der beste. Okay. What do people want? Things. Happy feelings. Natürlich nicht. Mike, James, you... Okay, money, more money. Things, but with money to buy more things. Graphs? Graphs about things and money. We have our new product. Product. Entschuldigung, meine Englischbetonung ist manchmal ein bisschen garmisch. Telephone director, okay. The stock market is somewhere here. Ein Teil von des Kuchendiagramms ist natürlich Pi. Colored in segment, okay. Stripes. Requires more secondary research. Wir müssen mehr über Streifen erfahren. Okay, target demographic teenagers. What is hot? Profits, 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 profits. Profite und Propheten. Wir brauchen Profite, Profite, Profite und Propheten. Oh mein geil. B-Quarterly Post-Review Review. Okay. Work harder, hard worker. Geil. Arbeite härter, harter Arbeiter.
Okay, was ist das für ein Kuchendiagramm? Teenagers sind ein kleiner Size of Demographic. Space between the teenagers. A lot of. Oh, Entschuldigung. A lot of. Okay. Throw something in the ID spin? What? Warte, was steht da? Ah, ne, 10. No more bins, trash cans. 20 remaining of the ID spin. 30 firing of me. Verstehe ich nicht ganz, okay. Wow. Okay, die haben ein bisschen was zu tun. Okay, fangen wir an mit Montag. Weekly Targets Admin, Marketing Mondays, bisschen frei. Das kann ich nicht lesen. Group 40X, Group 40. Ah, okay. Also nachmittags Gruppenarbeit, okay. Was haben wir sonst noch hier? Okay. Termination Tuesdays. Warte, was? We're broke Wednesday. Mergers? Okay. Pranking Floors Meeting. Oh, okay, Weekly Review. Ja, haben wir natürlich die ganzen Gruppenarbeiten. Freitags geht die Postpa die Postparty. Die Büroparty. Ab 16 Uhr schon, okay. Was bedeutet 8-Bird? 8-Bird. Verstehe ich nicht. 8-Bird. Do not alter without consulting Whiteboard Manager. Alter, die haben extra einen Manager für diese kleine Tafel. Rest in Peace, Franz? Franz? Was haben Sie mit Franz gemacht? Franz! Der Kaiser! Was habt ihr mit ihm gemacht? Target. Push for funding for research and development of new coffee machine. Die produzieren Kaffeemaschinen? Standard-Gravel. Not cost-efficient. Oh, ja, geil. Get Chris off of the broom closet. Okay, Chris. Haben sie noch nicht geschafft. Okay, hire someone to synergize papers. Papers are to synergize fire paper. Also, Papers nennt man ja auch Wertpapiere, soweit ich weiß, aber natürlich auch das normale Papier. Hire somebody to fire the papers, sind dann scheißegal. Who moved my desk? Please keep the targets on the topic off. Okay, the future was yesterday, tomorrow is now. Die Zukunft war gestern, heute ist jetzt. Tomorrow! Complete today's unfinished agenda items. Write next day's agenda. Oder agenda. Sorry, ich bin Betonung, Aussprache, Englisch nicht so gut. Wenn ich was falsch betone, dann passiert das. Reflect. Employee 470. Waren wir 417 oder 42? Ich glaube, wir waren 427. Och, Jim. Jim, du hast eine Nummer, Jim. Aber Jim hat immer recht, ne? Immer wieder Jim. Ach, schade, das kann ich leider nicht lesen, aber ein paar Grafiken kann ich das hier lesen. Nein, natürlich nicht immer das Kleingedruckte. Okay, dann wären wir durch hier. Broom Closet, da können wir Chris. Können wir Chris hier rausholen? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ach komm, gucken schadet nicht. Verrückter Hausmeister aus Scrubs finden wir natürlich auch nicht. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Ach, Arschloch. Ich dachte, wir finden Chris. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oh Mann, Neugier. Oh, ich will nicht schon wieder alles verkacken. Okay, nach oben. Aber cool, ein Partion kann man öffnen. Partion kann man öffnen. Das ist geil. Alter, ich habe echt einen Hänger an der Platte. Okay. Die Tür geht von allein zu. Ja. Okay. Executive Bathroom. Kann man nicht öffnen. Schade. Aber stylisch hier. Geile Tapete. Bisschen Holzvertäfelung. Geil. Okay.
Die Sekretärin müsste eigentlich hier sein. Die ist beschäftigt mit dem Chef eventuell. Natürlich kann ich nicht am Stuhl vorbei, ich will die Papiere lesen. Okay, kann ich auch beides nicht öffnen. Schöne Sessel, okay, okay. Alter, selbst ein Kamin hatte... Alter, wie hoch sind die Decken bitte? Alter! 10 Meter Decken? Der hat Kohle. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley would possibly have known this. Alter, ja natürlich 2845. Weiß natürlich nicht Bescheid. Klavier kann ich nicht spielen. Kann ich... Kamin kann ich auch nicht machen. Okay, dann gehen wir an den... Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 2845, das kann ich echt nicht wissen. Okay, hier ist ein paar geile Flaschen. Chianti. 2845. Ja, okay, okay, wo muss ich das eingeben? Oh! Oh, okay. Ich soll doch nicht damit? Doch. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. What the? Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. What the? Holy shit! Okay, der Kamin hat sich geöffnet. What the fuck? Hier hinten, warte, kann ich das Ding vielleicht noch einmal bekommen, damit ich es euch zeigen kann mit der Mitte? Da! Das Cover von The Stanley Parable als Bild. Anscheinend unser... Vielleicht unser... Nee, das ist doch einfach ein normales Bild. Okay, dann treten wir mal hinter die Kulissen. Gott. Okay, okay, okay. Press the button. Ne, push the button. Seit Dead Space habe ich eine kleine Abneigung gegen Fahrstühle in Spielen. Loading, 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 loading. Okay. Unser Unternehmen hat eine Fassade... Hinter dem Unternehmen.